Im letzten Video haben wir euch gezeigt, wie 24 Stunden saubere Ernährung aussehen können und 24 Stunden Junkfood-Ernährung. Ich habe in ein paar Kommentaren gelesen, also die wirklich eine Minderheit bilden, die scheinbar ja, die Assoziation angestellt haben, dass eine saubere Ernährung immer mit einem hohen Budget einhergeht. Das werden wir heute widerlegen. Wir werden zeigen, wie ihr mit 5 bis 7 Euro eine saubere Makronährstoffverteilung erstellen könnt, Muskeln erhalten könnt, Muskulatur aufbauen könnt und auch wenn ihr keinen Sport macht, euch ganz einfach mit einem kleinen Budget gesund ernähren könnt und eurer Gesundheit etwas Gutes tun. Aus deinem großen Erfahrungspool, ja, ja, ist es möglich, als Mensch, ob sportbezogen oder gar keine Bezogenheit zum Sport, mit 5 bis 7 Euro am Tag eine gesunde Ernährung zu gewährleisten? Ja, also es ist sicherlich nicht unbedingt leicht, im Sinne, man erfordert Planung, man muss sich wirklich Gedanken machen, was man essen möchte, aber wenn man das auf den Tag runterbricht, kann man das. Also es ist wahrscheinlich vegetarisch leichter möglich als jetzt mit einer hochwertigen Fleischmahlzeit, aber von Haferflocken am Morgen über getrocknetes Obst bis hin zu Linsen, Reis, Gemüse, denke ich, kommt man doch über den Tag. Vor dem Training supplementieren wir Crank Pump Pro. Crank Pump Pro ist ein Booster, der vegan ist, kein Koffein enthält, plus es hat eine Elektrolytmatrix, welche euch hilft, das Intra-Workout, dass ihr eine bessere Versorgung habt, ein besseres, stabiles Energielevel. Ich war noch nie der Booster-Typ, aber mit Crank Pump Pro habe ich einfach gemerkt, dass ein hohes Volumen und eine hohe Intensität auch über ein langes Training möglich sind und ich nicht einbreche. Schaut bei ESN vorbei, mit dem Code T800 könnt ihr mindestens 10% sparen. So, das ist Erik. Ihr kennt ihn alle schon aus den Videos. Erik ist Crossfit-Athlet, arbeitet hier im 069 Crossfit, ist ein Vollblutsportler, der natürlich auf seine Ernährung achtet. Wie jeder Sportler, wie er angefangen hat, mit einem kleinen Budget gestartet hat und immer eine vollwertige Meal Prep mit einem kleinen Budget konzipiert hat. Heute im Training wird es relativ easy, weil morgen ist Qualifier für mich. Deswegen heute nur locker durchbewegen. Wir machen am Anfang ein paar Übungen fürs Knie, ein bisschen Reha-Übungen und danach 30 Minuten M-Rap, ganz locker durcharbeiten mit Front Squats, Overhead Squats, Row, Ski. Aber werdet ihr gleich sehen. Sag mal Apps. App-Check, yes. Das ist der 5-Euro-App-Check. Ja, für euch Reis. Reis-Check. Reis-Check. Der Körper eines Athleten ist natürlich immer ein Spiegelbild davon, wie er trainiert, wie er sich ernährt. Und anhand von Erik sieht man, Erik ist jetzt 24. Man sieht halt einfach, dass eine gewisse Expertise vorhanden sein muss, weil sonst kannst du nicht so einen Körper aufbauen. Das heißt, er hat sich mit Ernährung befasst, er hat sich mit seiner Trainingssteuerung befasst, er hält einen gewissen Biorhythmus ein und das ist halt einfach maßgeblich entscheidend für den Erfolg eines Athleten. Wir starten ganz easy mit 20 Meter Sled Pull. Danach geht's aufs Rudergerät. 20 Kels, easy. Danach nehmen wir einmal die Langhantel in die Backrack-Position. 10 Good Mornings. Einmal Überkopf, 10 Overhead Squats. Danach 20 Kels geht's auf Ski-Ergometer. 10 Hang Muscle Clean, dabei schön die Beine gestreckt lassen. Danach 10 Front Squats. Und das eben so viele Runden wie es geht. Alles in einem moderaten bis easy Tempo. Wie läuft das Workout bis jetzt? Gut. Glykogenspeicher ist immer noch voll. Aber heute bin ich müde. Warum sind die voll? Reis essen. 8,5 Kilo. Was? In 8 Stunden. 15, ein bisschen länger. 12 Stunden. 5 Uhr. 3 Uhr nachmittags bis 2 Uhr morgens. Workout beendet. 30 Minuten M-Rap. Ganz easy. Locker flockig durchbewegen. Bisschen schwitzen und dann, damit man gut schlafen kann. Die Reizenergie. V-Zahlspringen in euer Workout ein, es ist ein neuer koordinativer Reiz. Ihr bringt Abwechslung in euer Training, kardiovaskuläre Auslastung, könnt die Seilstärke, also die Schwere des Seils variieren. Ihr habt natürlich eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr seid auf der sicheren Seite, bestellen, ausprobieren. Investiert in was Hochwertiges, macht mehr Spaß, es zu nutzen. Mit dem Code T800 könnt ihr 10% sparen. So, das Training ist geschafft. Post-Workout-Meal, bevor wir einkaufen gehen. Aber bevor wir einkaufen, werden wir ein kleines Interview mit Erik machen und ihm ein paar Fragen stellen, wie sein Budget aussieht, wie er seine Ernährung plant und wie das Ganze jeden Tag bei ihm abläuft. Spartipp Nummer 1, nehmt euch einfach das Essen von euren Mitbewohnern.
Das Mundraub, das ist strafrechtlich nicht mal relevant. Weil wenn du Hunger hast und dir deswegen etwas klaust, gesagt, es ist aus dem Notstand heraus. Erik, erklär mal kurz, wie sahen so die letzten 4 Jahre deines Athletenlebens kulinarischer Natur aus? Mit einem ganz kleinen Budget gelebt, also 5 Euro am Tag, 150 Euro im Monat, Reis, Haferflocken, Nudeln, TK-Gemüse hauptsächlich, ein paar Bananen. Wie sahen deine Proteinquellen aus? Es gab mal während des Studiums so eine Phase, auch immer wieder Magerquark, ein bisschen Hähnchen, aber hauptsächlich vegane Shakes und einfach viel Reis, Nudeln, Haferflocken. Hast du manchmal das Gefühl gehabt, dass du irgendwas vermisst in deiner Ernährung? Also vermisst eher nein, weil ich hatte schon immer echt nicht große Ansprüche, was das Essen angeht. Das musste immer von Tag 1 an, musste es einfach funktionieren. Mhm. Das war einfach immer nur Mittel zum Zweck. Ich hatte einfach nie das Bedürfnis, wirklich jetzt lecker essen zu müssen, sondern einfach nach dem Training wolltest du einfach eine relativ gut qualitative Mahlzeit haben, die alle Makros deckt. Lebensmittel, die ich konsumierend habe, wie gesagt, hauptsächlich Reis, Nudeln, Haferflocken, TK-Gemüse, Bananen, TK-Früchte, viel TK, weil das einfach günstig und qualitativ mindestens, glaube ich, genauso gut war wie frische Lebensmittel. Definitiv. Dann an sich vielleicht noch ein bisschen Cornflakes und hier und da mal eine Süßigkeit, aber das war wirklich eher selten. Einfach nur, um mehr Kalorien reinzubekommen tatsächlich. Hast du Supplements in der Zeit genommen? Supplements habe ich immer genommen, einfach Proteinshakes, einfach um die Proteine reinzubekommen, um sich einfach das Leben leichter zu machen, weil man dann einfach nicht mehr so viel Energie und Zeit damit verschwenden muss, die Lebensmittel auszuwählen, um jetzt halt seine Makronährstoffe zu decken. Klassisch so Omega-3, B12, Nüsse habe ich natürlich auch gegessen, um ein paar Fette abzudecken und weiß nicht, ob du dich noch an die guten alten MyProtein-Zeiten erinnern kannst, wo es diese 1 Kilo Erdnussbutter und Mandelmus-Dinger gab. Bei ESN auch? Selbstverständlich, gibt es bei ESN jetzt auch. Ah, geil, das wusste ich gar nicht. Die Palette wartet schon zu Hause auf dich. Wir haben ja in dem Junkfood-Video schon gezeigt, dass man mit einem kleinen Budget sehr gute Grundnahrungsmittel mit einem ausgewogenen Lebensmittelpool kaufen kann. Stört dich das, wenn Leute behaupten, okay, gesunde Ernährung ist teuer oder verlangt einfach ein hohes Budget? Stören tut mich das natürlich nicht, was andere Leute sagen, aber es ist natürlich einfach falsch. Du kannst schon mit einem echt kleinen Budget, kannst du wirklich gezielt einkaufen, um deine Mikro- und Makronährstoffe vielleicht nicht ganz optimal, aber sage ich mal zu 95% mindestens zu decken, so dass es auf jeden Fall ausreicht, um deine körperlichen, sportlichen Ziele so gut wie möglich zu erreichen. Für diesen kompletten Einkauf hier haben wir jetzt 36,36 inklusive 50 Cent Papiertüten. Wir haben natürlich keinen Wert darauf gelegt auf Nachhaltigkeit, Verpackung und biologische Zertifizierung. Trotzdem ist es ein Einkauf, der sich sehen lassen kann. Makros, Mikros sind abgedeckt. Plus, wir haben natürlich ein bisschen Abwechslung, haben solche Sachen wie Kresse noch dazu genommen für Phytonährstoffe. Also das sind schon Gadgets, das ist schon ein sehr umfangreicher Einkauf, der eigentlich alles abdeckt. Viele Leute fragen sich natürlich auch, ob das hier alles schmeckt, aber mit wirklich wenig Gewürzen und ein kleinen paar Tipps und Tricks, die wir euch dann vielleicht noch später verraten, kann man das wirklich echt sehr, sehr lecker zubereiten. Und dazu muss man auch sagen, das ist auch Gewöhnungssache. Wenn man jetzt einfach von jahrelangem Junkfood jeden Tag kommt, dann ist das am Anfang natürlich erstmal eine Umstellung, aber nach 2-3 Wochen in der Regel, da wird man einfach nicht mehr denken, boah, wie wenig Geschmack hat man, sondern der Körper und der Geschmackssinn in der Zunge, der passt sich natürlich auch an. Ja. Jetzt werden manche mit dem Argument um die Ecke kommen, dass diese Zusammenstellung, dieser Lebensmittelpool, dass da geschmacklich Abstriche gemacht werden müssen. Ich denke, dass einfach der Geschmack von vielen Konsumenten einfach verfälscht ist, dadurch, dass fertige Lebensmittel, die mit industriellem Zucker sind, einfach den Geschmackssinn verfälschen. Geschmacksverstärker. Und, ja, Geschmacksverstärker sind natürlich auch ein Riesenthema. Überall ist Zucker drin, Maisstärke. Das sind halt natürlich Faktoren, die den Geschmack negativ beeinflussen und einem natürlich das Gefühl geben, okay, normale Grundnahrungsmittel schmecken nach nichts. Aber dem ist nicht so. Wie gesagt, in der Adaptionsphase, wenn ihr gesund esst, in dieser Ungewöhnungsphase, verliert ihr ja irgendwann dieses Verlangen nach industriell verarbeiteten Lebensmitteln und nach Junkfood. So, wir packen alle Nahrungsmittel zusammen, fahren zu mir nach Hause und dann bereiten wir das ganze Essen zu. So, wir sind jetzt zu Hause. Wir werden jetzt die kompletten Zutaten zubereiten und werden euch zeigen, wie wir einen Tag konzipieren, damit die Makros und Mikros stimmen und ihr eine abwechslungsreiche Nahrungszufuhr habt. Ich denke, 5 bis 10 Minuten haben wir jetzt gebraucht, wenn man eine Routine drin hat, alleine diese 2 Gerichte zuzubereiten. Ich denke, man kann es in 3 Minuten schaffen, auf jeden Fall. Puh.
gut, dass ich dieses Glas gefunden habe. Das ist so ein typischer Signature-Move von mir, dass ich leere Gläser wieder in den Schrank zurückstelle, ohne es zu bemerken. Hier gibt es Startprobleme. Hier gibt es Startprobleme. Neuer Rührstab gekauft, aber ich weiß nicht, wie er funktioniert. Man. Ah, jetzt weiß ich. Ja. Hier oben, ja. Vorbereitungen laufen. Wir haben jetzt parallel zueinander das Gemüse gemacht, die Linsen gemacht, die Nudeln gemacht, den Reis gekocht und im Ofen die Kartoffeln vorbereitet. Das heißt, die Grundzutaten sind auf dem Weg, müssen dann nur noch abgeschmeckt werden, alles verpackt werden, sodass es fertig ist für die Meal Prep morgen und dann steht das Gericht. So, wir haben alles fertig gemacht, ist bereit abgepackt zu werden, kühlt jetzt ab für morgen. Wir haben hier einmal Porridge mit Banane, Eiweißpulver, dann haben wir hier den körnigen Frischkäse, dann Reis mit Ofengemüse bzw. mit TK-Gemüse, hier die Pasta mit selbstgemachter Tomatensauce, Zwiebeln sind drin, ein paar Gewürze sind drin, dann haben wir hier so einen Linsen Brei sozusagen, ist wie Kartoffelbrei, bloß auf Linsenbasis mit Gewürzen, bisschen Zwiebeln drin. Hier haben wir den selbstgemachten Hummus, Kresse oben drauf und Kartoffeln als Dip. Ist eine vollwertige Mahlzeit, kann man als Athlet essen. Von der Menge her ist es natürlich jetzt sehr viel. Wir haben natürlich so gearbeitet, dass es anschaulich ist für das Thumbnail. In der Regel würde man natürlich kleinere Portionen zubereiten und dann reicht es auch für 6 oder 7 Tage. Wie gesagt, jeder Mensch ist individuell, hat eine andere Makro- und Mikronährstoffverteilung anhand von seinen biometrischen Parametern. Das heißt, die Körperzusammensetzung, das Gewicht spielt natürlich eine Rolle. Genau, da muss man sich rantasten, wie viel muss man essen, um leistungsfähig zu sein und sich gut zu fühlen und gut zu regenerieren. Zum Tagesabschluss haben wir uns natürlich Saft, frisch gepressten Saft verdient. Wenn ihr zu einem Bauernhof zum Beispiel geht, kriegt ihr richtig geiles Gemüse, ungespritzt, Demeter, habt ihr in dem Saftvlog gesehen. Für 200 Euro habe ich fast 130 Kilo Gemüse gekauft und Obst, das ist verdammt viel. Und wenn ihr das runterrechnet, kriegt ihr eure Phytonährstoffzufuhr und Vitaminzufuhr für kleines Geld, wenn ihr nur, wie gesagt, einfach zum Erzeuger geht. Ich entsafte mit dem Slow Juicer von Q-Wings. Hat sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige Entsafter zu bauen, die langsam entsaften, somit eine geringe Hitzeentwicklung haben und natürlich besonders rohstoffschonend und das bestmögliche Saftergebnis garantieren. Mit dem Code T800 könnt ihr 10% sparen, es gibt auch eine 0% Finanzierung und das gute Stück hat 10 Jahre Garantie. So, die Meal Prep ist abgeschlossen. Wir haben bewiesen, man kann mit einem richtig niedrigen Budget eine richtig geile Meal Prep zaubern. Erik ist das beste Beispiel. Ich habe im Übrigen 2012 auch so gelebt. Ich habe mit meinen letzten 50 Euro mit der Mitfahrzentrale zum Titelkampf nach Mainz gefahren und hatte kein Geld für großartige Investitionen in Essen. 2 bis 250 Euro maximal im Monat. Es ist absolut möglich, es ist alles eine Frage des Willens. Es hat nichts mit privilegiert oder es sind alles Entschuldigungen, die Leute anbringen. Wenn man es wirklich will, kriegt man es auf jeden Fall hin. Vielen Dank an Erik. Wie gesagt, Erik ist das lebende Beispiel hier. Seht ihr nochmal, was für einen schönen, prächtigen Körper er gezüchtet hat mit einem niedrigen Budget. Alles eine Sache von Disziplin, Planung und Struktur. Bis zum nächsten Video. Wir werden noch viele Ernährungsgeschichten aufgreifen.